Also los. Moin Moin Leute und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge: Niklas wirft mein Auto weg. Max fährt Rasen. Und Marco macht einen Boxenstopp. Diese Box, Alter. Meine Tastatur! Hilfe, meine Tastatur! Und oh, sorry, meine Tastatur! Es tut mir leid. Oh Gott, was war hier los? Meine Tastatur ist... Oh nein. Okay. Nein. Nochmal? Oh Mann! Adios, amigos! Ist das Olden Park? Ja, oder? Ist das nicht Olden Park? Oh, Bro, der zieht aber voll nach innen beim Bremsen. Oh, wir können verteidigen, Alter. Ja, komm, Bro. Ach, komm, Bro. Ey, du bist doch... Also wirklich. Oh nein, das geht nicht gut aus. Das geht nicht... Nein, 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 nein! Gerade so überlebt, würde ich sagen. Mit Hängen und Würgen. Oh Gott, was bin ich sehend? You can't park this, huh? Oh. Perfekt, komme ich nicht mehr so schnell mit uns zurück. Ja, schade. Oh, Karika ist auch die Bahn weg. Perfekt, komme ich nicht mehr so schnell mit uns zurück. Niklas, also ist, Niklas, bisschen viel 420? Yellow Flag. Oh, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Warte, ich lebe noch. Yellow Flag. Oh, den habe ich nicht gesehen. Sag mal, was machen die denn da? Den habe ich nicht gesehen. Der war genau hinter dem Schild. Marco, ich soll dir sagen, Regenlicht. Mach ich sofort. Oh. Was? Das? Hä? Was passiert? Was? Das? Habt ihr das gesehen? Was war das? Hä? ABS? Ich bin ABS. Oh nein. ABS. Oh nein. Warum hat der ABS verstellt? Oh no. Come on, ey. Scheiß Regenlicht wahrscheinlich. Bin ich da dran gekommen? Oh. Ja, was soll ich da machen? Okay, Max hat mich abgeschossen. Weil vor uns sind sie gestanden, er hat sich gesehen, ist mir da gefahren. Also, sorry, Noah, aber was soll ich da machen? Da kann ich nichts machen. Komm, bitte. Mann, diese Box, Alter. Come on, geh doch hoch. Och, nee, du. Nein, Marco Schade ist vor mir. No. Nee, ich glaube nicht, dass Mavix bummen wird. Nee, Mavix ist legit real und so. Noah spottet ihn jetzt und sagt, dive. Ja, okay. Der Klassiker. Was? Ist wieder ein Cut. Bing. Ah. Hey, da konzentrieren. Noah umgebaut? Oida! Ja, ne? Oder ist einfach nur andere Kameraperspektive? Ja, das war Bonnie Nummer 3. Bing! Ein.
tut mir leid. Ich zinzi dive, Janzi. Ich zinzi dive. Crowkey! Digga! Crowkey! Digga! Nein! Nein! Es ist nicht passiert! Es ist nicht passiert! Ich hab das noch nie gesehen. Das ist eine absolute Premiere, bei der ihr gerade dabei seid. Crowkey! Hä? Crowkey! Digga! Warum lässt er ihn jetzt durch? Nein! Nein! Es ist nicht passiert! Ich hab das noch nie gesehen. Das ist eine absolute Premiere, bei der ihr gerade dabei seid. Warum? Hä? Das raff ich jetzt nicht. Wieso hat er ihn jetzt durchgelassen? Weil er so gut gedived hat? Crowkey! Rein in die Box. Viel Spaß. Bro. Also das, was hier passiert, müssen wir ganz schnell wieder vergessen. Junge, Crowkey ist einfach der beste Fahrer der Welt. Perfekt. Einfach diese Mind-Tricks des Todes. Digga, Leute, ich kriege hier einen Schlaganfall mit dem PC und der Hund macht auch nur Terror. Mann! So hat einfach Zahnpasta statt Thermopaste genommen. Yo! Alter! Ich war in dir drin verpasst. Oh no, das sah sie nicht gut aus, das sieht nicht gesund aus. Auge ist ein langsamer Fahrer, der insgesamt bei LFM 879 Reports geschrieben hat. Deswegen memt ihn jeder weg. Dass Crowk jemand durchlässt, kennt man sonst nicht. 879 Reports? Na gut. Also den hätte man reporten können, das Bömmchen. Zur Not. Kriegen die ab, oder kriegen Schilder? Mach langsam, Junge, Ich mach komplett langsam. Wie hab ich das überlebt? Oh, ich komm hier nicht ohne Schaden raus. Wie hab ich das überlebt? Hat er safe gemacht? Ja, würde ich auch machen. Würde ich auch machen. Das Big Grid wahrscheinlich? Nehme ich an. Ich dachte, ich wir müssen das ja mal ein bisschen unterscheiden. Weißt du, was ist? Halt's Maul. Scheiße, Alter. Halt's Maul, Marco. Ich habe gesehen, wie alle irgendwo reingefahren sind. Ich bin links, rechts, links, rechts. Ja, so kann man noch das Wort aufbauen. Einfach ausgenutzt den Fehler vom Manager, Junge. Geil. Junge, okay, es ist aber traurig, dass nur eine Position vor mir ist als Fulltime-E-Sport. Ne? Wir wissen alle, wie das endet. Oh mein Gott. Das war ein Signature-Move. Big, ne? Tja, Comeback in Dings und direkt, Ah, okay, ne? Never mind. Die kleine Maus. Die Frage ist, sollen wir die letzte Schikane... Was, der reportet dich, wenn du das Boxenschild umfährst? Ja, finde ich gut. Einer muss ja durchgreifen. Ich würde auch jeden reporten, der ein Boxenschild wegfährt. Wenn man nicht reportet, kann sich nichts ändern. Und da wir ja hier regelmäßig sehen, was Leute so machen und da keine Reports rausgehen, müssen halt Reports rausgehen, dass Leute endlich mal lernen, vernünftig zu fahren. Eine Cutten und eine taktische Warning mitnehmen, dafür, dass wir vor Noah landen. Fassbar schwitzig. Die Frage ist, wie sinnvoll die Reports dann sind. Gewesen so, also vom Scheiße, hilf, ich werd durch hinten. Yo, yo! Let's go vor Noah! Ja, Mann! Digga, ich fahr ganz normal rechts, der M-Zweig zieht einfach rüber. Komplett wollte einfach zumachen. Manager einfach. Besser versus Noah. Beat it, baby. Yo. Achtung, Crash vor der SG. Vorsicht. Aha. Mach mal langsam. Oh, keiner von hinten reingefahren? Easy. Würde mir schicken, wenn ich du wäre.
guck dir mal den Porsche an, der da durchgefahren ist. Der ist da einfach wirklich mit Balls of Steel Vollgas da durchgefahren. Ja, Porsche war anders. Ja, du, gelbe Flagge ist auch meistens nur ein Hinweis. Muss man nicht bremsen, ist ein Hinweis. Sind die da? Ja, ist ja auch so. Sie wirklich. Können wir uns abgewöhnen, diese Zündung der Bombe anzukündigen? Das sieht nämlich im Endeffekt, wenn es scheiße läuft, richtig kacke aus übrigens. Also, das macht sehr unsympathisch leider. Ist vielleicht immer alles sehr humoristisch gemeint, aber es macht leider die Menschen immer sehr unsympathisch. So auf Dauer, wenn man das ständig und immer wieder sieht. Oder bin ich da der Einzige? Natürlich. Oh, danke. Okay, funktioniert. A few inches later. Ja, das ging sehr gut los auf jeden Fall. Moment mal. Aber das sind dann jetzt 11 Sekunden. Das wirklich in der Outlap hämmert Niklas sich ein. Was? Ich hab vielleicht die kleine. Ich hab die Graskante erwischen, der Schicker. Ich hab's ein bisschen weggehauen. Nee, ist nicht wahr, oder? We're running on fumes, mate. Och nö, nicht dein Ernst, oder? Welche Engine brauche ich für wenig Fuel? Ein Sprit mehr, Jungs. So eine Scheiße, ey. Auch noch das, ey. Das wird irgendwann 1-7. Schmutz, ey. So ein Scheiß, ey. Das kann's doch jetzt nicht sein. Oh Mann, ey. Was hier aus? Klar, ich hab gehofft, ich hab ein Podium safe. Ich hab's eigentlich nicht gehofft, ich hab's erwartet. Scheiße. On your right. Right side's clear. 0,1 Liter. Das reicht noch. Nein! Nein! Komm, komm, komm! Nein! Das kann doch sein! Komm, 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 ja! P7, okay, it's over. Mann, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße, ey. Das ist... Mein Jeff gibt mir so viel Scheiße ins Gesicht, aber nicht, dass mein Sprit bald leer ist. Schade, hätte ein Podium sein können. Egal, nochmal Elo verlieren. Komm. Na. Ist nicht sein Ernst, oder? Ja, nice. Wow, hallo Jansky. Oh, ich will mich hinwerfen. Ich hab eine Sekunde im Delta und er hält vor der Ziellinie links an. Oh Mann, ey. Das ist ärgerlich. Was kommt jetzt? Ja, das ist natürlich auch ein Faktor, das stimmt schon. Also, schlafen die bei 24er im Rig? Schlafen die im Rig beim 24er? Moin, moin, Jansky. Schlafen die im Rig? Okay. Und dann wundern sich die Menschen, warum die nächsten Tag immer so scheiße aus der Dings kommen. Aus dem Arsch. Nee, ich würde auch nicht. Also ich würde persönlich auch nicht im Rig schlafen. Wenn ich zu Hause bin, dann schlafe ich doch im Bett. Dafür habe ich doch ein Telefon, dass mich jemand anrufen kann, wenn was ist. Nee, das habe ich auch noch nie gemacht. Aber gut. Jung, ambitioniert. Da kann man das mal machen.